Hallihallo und willkommen zu einer neuen Runde XCOM Enemy Unknown. So, was machen wir jetzt mit 136 Kröten? Wir werden, denke ich mal, in das Techniklabor gehen und mal schauen, was wir hier so kriegen für. Wir haben ja schon eine Menge Westen hergestellt und so weiter. Was uns allerdings fehlt, sind diese Bögen. Haben wir jetzt auch schon einen. Da brauchen wir jetzt auch keinen zweiten von. Kampfsimulator. Okay. Bla bla bla. Aber was bringt er uns? Das ist die Frage. Ein Schub auf die wichtigsten Werte. Ja, was sind die wichtigsten Werte? Ne? Das ist eine Frage aller Fragen. Ne? So, Medikits haben wir noch. Laserpräzisionsgewehre könnten wir noch herstellen. Wir haben ja mittlerweile eine Menge Sniper. Schwere Laser oder aber auch. Ja, Mensch, schwere Laser. Streulaser, finde ich, bringt irgendwie nichts. Oder noch ein Lasergewehr. Weil ich habe auch nicht so Lust, jedes Mal die Sachen zu tauschen. Dann nehmen wir noch hier so ein, zwei. Ach Gott, sind die billig. Ach, nehmen wir ruhig eine Ladung voller Laser. Und Rüstung haben wir auch 10 Stück. Also das sollte erstmal genügen für den nächsten Einsatz, den wir doch bald hoffentlich bekommen. Oh nein, eine Forschung ist abgeschlossen. Hey! Juppie! Illyrium wurde erforscht und ein neues Gießereiteil haben wir dazu bekommen. Den verbesserten Pulsbogen. Ach toll. Ist ja der Hammer. Wir sind schon beim verbesserten Pulsbogen. So, dann autopsieren wir dann nochmal den dünnen Mann. Der Große wird inoffiziell als dünner Mann bezeichnet. Erste Tests haben ergeben, dass die Aliens versucht haben, die genetische Struktur zu verändern, um ihn möglichst menschlich aussehen zu lassen. Bei näherer Betrachtung fällt jedoch auf, dass die Veränderung der Augen, die wie Reptilienaugen aussehen, problematisch gewesen sein muss. Muss das also, ja? Okay. Naja. Ja, und schon haben wir das auch wieder durch, meine Herren. Tada! Verbessertes Medikit. Das ist auch toll. Dann würde ich sagen, gehen wir auf eine Titanrüstung. Die dauert auch mal 13 Tage. Das ist ein bisschen länger. Es geht aber auch richtig ratzfatz gerade mit der Forschung. Ja. Denn mal Action. Habe ich die überhaupt ausgestattet? Wir haben Sichtkontakt zum Feind. Wir nähern uns dem Ziel. Verteidigungsmatrix wird gestartet. Hey, erfolgreich. Das war doch schon mal schön. Und schicken wir den Sky Ranger los zum abgestürzten UFO. Ja, tralala. Zeig mal deine Bewaffnung her. Liebes Nienchen, du bist super bewaffnet. Aber ich glaube, für das UFO werden wir wahrscheinlich ein bisschen schwerere Geschütze auffahren müssen. Naja, wohl. Ach, guck an. Ja, ist immer wieder schön, wenn wir welche auf dem Krankenstation landen. Du kannst ja schon laufen und schießen, oder Nienchen?
Warte mal. Fähigkeiten? Nein, du kannst nur schießen. Naja, obwohl, eigentlich geht's. Sunny, Daroxus, Drille. Ich bin am überlegen, ob ich noch einen schweren dazu nehme, anstatt 1, 2 Scharfschützen haben wir da. 2 Sturm ist gut. Einmal Unterstützung, den Arzt, den Crazy. Eigentlich müssten wir das auch so schaffen, oder? Weiß nämlich nicht, wie viele Viecher uns da begegnen werden. Oder ich schmeiß Nienchen erstmal raus. Und guck mal, ob wir jemanden schweren finden, der gut ist. So, Sunny ist schon dabei. Tralalala. Ja, hier haben wir ganz viele neue. Nö. Also es macht nicht wirklich Sinn. Oder? Dinky Pinky ist auch wieder bereit, aber... Puh. Wir haben ja eine Menge Leute da, das ist durchaus wahr. Aber... Na dann, sollst du erstmal deine Chance kriegen. Bearbeiten wir deine Fähigkeiten. Ja, die erste, die man überhaupt kriegt. Schreddern kann er dementsprechend noch nicht. Bewaffnung vielleicht ein wenig aufgepimpt. Naja, eine Granate oder Scopen. Weiß ja nicht. Also, ich denke mal, dass wir da doch durchaus Truppen haben werden, die wir ein wenig wegsplittern müssen. Deswegen nehme ich lieber mal schwer. Oh yeah. So, ich hoffe, das UFO ist nicht ein Monstervieh. Ansonsten hätte ich mehr schwer nehmen müssen. Bereit machen zur Landung. Schauen wir mal. Machen Sie sich einsatzbereit. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben, halten Sie sich hoffentlich fern. Na. Das wollen wir doch sehr hoffen. Mann, ist aber diesmal wirklich ein langer Monat hier. Viele Einsätze. Hier spricht Big Sky. Wir sind jetzt nördlich der Absturzstelle. Strike One ist in Angriffsposition. Verstanden, also, Big Sky. Sie überwachen diese Signale von hier aus. Strike One hat die Erlaubnis, das Alien-Raumschiff zu stürmen. Okay, also die Map ist nicht gerade klein. Sehen wir irgendwelche Begrenzungen? Scheint es mir schon zu sein. Hier hinten brennt es immer mehr. Okay, da ist eine Begrenzung auch noch. Ich habe noch keinen Plan, wie lang wir müssen, aber ja. Dann würde ich sagen. Versuchen wir erstmal einfach. Ach so, ja. Moment mal. Wenn dann stürmen. Ne? Habe ich mal gehört. Aber hier seitlich scheint auch nichts zu sein, großartig von Begrenzungen her. Kann ja die Seitenfront mal hier ein bisschen decken. Feinde gesichtet. Uiuiui, da kommt gleich was Dickes Großes auf uns zu. Das ist nicht so schön, das ist nicht so schön. Aber der Thymos kann ja zweimal schießen. Bin weggefegt. Ja, schon beim ersten Schuss. Das war jetzt sehr optimal. So, du setzt dich mal dahin, lieber Dry Dragon, und beobachtest mal, was hier so alles anfliegt und kreucht und fleucht. Dann würde ich sagen, ja, sie kommt auch nicht allzu weit. Vielleicht die Front abdecken. Unsere liebe Catty. Und dann würde ich sagen, deckst du die Front mal ab. Ach, du siehst was auf einmal. Das Riesenvieh. Ja, dann gib's ihm, ne? Hat auch einiges an Schaden eingesteckt. Das finde ich gut.
dann setze ich vielleicht.